Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Der Chat sagt schon endlich, endlich, endlich. Ich bin gerade live auf Twitch, wir reagieren auf AZ. Wisst Bescheid, sind am Start. Live auf Twitch, die Liste war komplett lang, haben auf jeden Fall einiges uns schon angehört. Jetzt reagieren wir auf AZ. Kommt gerne vorbei auf Twitch. Erster Link, xmehmet1212. Ich bin immer donnerstags live, aber nicht nur donnerstags. Donnerstags checken wir immer hier die neuen Songs ab mit dem Glücksrad. Per Zufall gucken wir, was wir dann hören. So, bin ich jetzt mal gespannt. AZ, Chat hat gesagt, der Song ist sehr, sehr krass. AZX Dadan Gang. Vorher stand hier AZX Fragezeichen. Aber Chat hat mir schon gesagt, dass es Dadan ist. Und ich wäre hier sowieso gespoilert worden. Deswegen alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf diese Kombi. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Carmen ist die Gang. Mal gucken. Ging kurz in die Infobox. Produced by TLC Beats und Menu. Menu kennt man ja sowieso, ist der Main Producer von Dadan. Recording ist auch von Mix, ist auch von Menu. Mastering ist von King Size. Okay. Video von Vater TV. Digga, wenn der Beat sich schon so anhört, dann wird das ein schneller und ein aggressiver Beat, weil ich finde, das ist das, was AZ so unterscheidet auch von den anderen Rappern. Der kann aggressiv auf so beweglichen, schnellen Beats kommen. Das kann er am besten, finde ich. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Beat wusste ich auch, dass es in so eine Richtung gehen wird. TLC Beat sagt mir nichts, aber Menu ist ja auch, Voice Tag ist ja von Dadan, dieses Menu, hau auf die Taste. Sein Voice Tag ist ja selbst von Dadan. Bruder, AZ ist, ey. Der kann aggressiv, der hat eine hohe, druckvolle Stimme aggressiv, aber auch so eine jetzt hier, dieser melodische Wechsel, auch ein Kinderspiel für ihn. Boah, ey Chat, es tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen außer mir bin. Ich freue mich gerade, dass wir auf AZ reagieren, aber hier hat er sowas Gutes gemacht. Ich weiß nicht, wer darauf geachtet hat. Währenddessen, er ist, während er hoch war, tief gegangen und hat diese Melodie damit nochmal so verbessert. Ich hoffe, man hört es gleich nochmal. Egal ob London, Milano, Dubai, wir sind präsent. Ich hol sie raus. Psst, psst, klick, bang. In meiner Welt bist du nix, lass sie rennen. Ich hol sie raus. Loredana besser, sagst du? Digga. Eieieiei, ich bin mal gespannt, was Dadan hier auch noch macht. Das Albi ist auch noch am Start. So, mal gucken, mal gucken. Sagst du drei, komm, wie Fast Life 3 oder was? Okay, Mr. Dadan hört man jetzt auch. Wurde das Video in Tirana gedreht? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Kann sein, sieht so aus, oder? Ich weiß es nicht. Da dann nochmal schön das Set für Zuffenhausen gezeigt. Okay, die Hook gehört sozusagen beiden. Man hört beide. Erstmal AZ, dann Dadan. Das sind beides Rapper, die etliche Hits gebracht haben. Ist eine Kombi, die echt cool ist. Ist eine echt coole Kombi. Guck bis Ende. Es geht um Papier, international. Keiner macht es so wie wir. Tinuk Nasche, Union Shipping, Gazerotre, Kalaschikow, Sisi Pelle, ganze Bande, Krimi. Bisschen auf Albanisch kommen, weil marketingmäßig schlau, auch wenn es nur ein bisschen von einem Part war, damit es da auch nochmal gut abgeht. Weil ich glaube, so in Albanien ist es, glaube ich, so wie in der Türkei. Ich bin mir aber nicht sicher, aber doch, safe bestimmt. Wenn deine Musik da ankommt, dann supporten die dich nochmal so richtig krass. Die supporten dich dann nochmal
viel, 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 viel heftiger als hier. Schöne Reimkette, schön durchgeflowt. Jetzt ein Wechsel, Tempowechsel, Flowwechsel, macht er gut. Dadan hat uns gesagt, mit wem er bald ein Feature klären will. Ich kann nur sagen, dass es ein sehr krasses Feature wird, aber darf leider nicht sagen, wer. Okay, krass, 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 krass. Bruder, die Wechsel in dem Song sind sick und passend. Sick und passend, Digga. Was haben die gemacht? Und es geht, das Ding geht auf jeden Fall noch eine gute Minute. Aber das Ding wird so rauf und runter gepumpt. Die werden damit alles auseinandernehmen. Drücken wir nochmal vor der Hook auf Stopp, damit wir uns die Hook nochmal länger geben können. Hä, aber ich fand beide irgendwie, das ist krass. Normalerweise, wenn ich zwei Künstler habe, sage ich das ja offen und ehrlich, kann ich ja, wen ich besser fand. Aber Real Talk, ich fand beide waren gleich gut. Ich fand wirklich, beide waren gleich gut heute. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Ich fand wirklich solide Leistung, starke Leistung von AZ und nochmal eine geile Leistung hier, solide von Dardan. Beat ist top. Beat ist wieder so ein AZ-Beat. Wieder so ein AZ-Beat. Okay. Chat feiert den Song auch. So wie wir. Hört ihr weiter an? Keine Sorge, ich weiß. Ihr habt gesagt, am Ende kommt noch was. Ich achte drauf. Ich achte jetzt noch natürlich drauf. Wir bleiben noch dran. Aber genau für so Momente brauche ich euch, damit ich hier nicht irgendwie sage, das war's mit dem Video oder so. Weil, kann ja sein, bei den meisten kommt hier nichts mehr, aber ihr habt gesagt, hier kommt noch was. Tirana EP 2 kommt. Ihr wisst Bescheid, Kamel ist die Gang und wir sind in Tirana. Tirana EP 2 kommt. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal einen Ausschnitt, wahrscheinlich vom nächsten Song, ne? Warte mal, sind es wieder Dardan und AZ? Warte mal. Ja, ne? Hä, sagt ihr, die machen jetzt so irgendwie eine EP oder so? Ist ja cool. Ich freue mich. Eine Combo, die wir auch mal gebraucht haben hier. Okay. Chat will herausfinden, mit wem Dardan das Feature macht, aber hier werden keine Infos preisgegeben. Okay, das war's mit dem YouTube-Video. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Stabiles Ding. Achso, Punktzahl. Boah, sage ich euch ganz ehrlich, kriegt von mir eine gute 8. Bis 8,5. Und das ist schon wirklich die zweitbeste oder beste Punktzahl, die wir heute gegeben haben. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.